So, dann herzlich willkommen zum Wochenausblick auf den DAX und DAX Future plus ja, Wochen- bzw. Monatssicht von einigen Goldminenwerten. Doch zunächst einmal erstmal der Risikohinweis. Meine Videos stellen keine Aufforderung zum Erwerb von Finanzprodukten dar. So, und der Rest kann jeder selber lesen. Dann kommen wir auch schon zum DAX. Ich fange mit dem DAX eben an und arbeite mich dann zu den Minenwerten vor. Also, kurz eben angesprochen im letzten Video, der DAX schloss direkt am Wochenwiderstand, Unterstützung, an einer Wochenlinie und kann womöglich jetzt nächste Woche erstmal zum EMA 10 im Tageschart, also der Xetra-Chart, zurückfallen. Dieser verläuft bei 10.180 Punkten rund. Von dort aus könnte der Index schon einen neuen Versuch starten, um diese Abwärtstrendlinie und das Gap und eben daraus resultiert sich eben auch der nächste Wochenwiderstand. Die Alternative ist, er fällt noch knapp unter die 10.000 Punkte Marke. Es kann sich ja auch nur bis zur 10.000 Punkte Marke erstrecken. Vielleicht wurden hier kurz die Knockouts wieder abgeholt und dann Richtung 10.740 Punkten. Der ja nicht zu vernachlässigte Gap Close wäre bei 9.775 möglich, dann wäre hier, kommt eben darauf an, ob es hier wirklich eine schnelle Abwärtsbewegung vonstatten geht, dann wäre es direkt auf die Trendlinie, wenn es jetzt noch innerhalb der nächsten Woche passiert oder sonst eben kurz Intraday bricht er unter diese, ja nicht flache, sondern unter diese Aufwärtstrendlinie weg, um danach durchzustarten, wäre auch eine Alternative, eben Anfang Mai. Also für mich sieht es jetzt hier sehr aus, dass nächste Woche erstmal fallende Kurse, wenn man jetzt nur den DAX betrachtet und den Xetra DAX betrachtet, um dann einen Einstieg zu finden. Hier beim DAX Future liegt eine wichtige Unterstützung bei 10.120, 30, 40 Punkten. Und die andere wichtige Unterstützung liegt bei 9.960. Auch hier wäre noch ein Gap offen, was bei 9.850 liegt. Allerdings ja, könnte das noch eben offen bleiben und eben bei 9.950, 60 Punkten durchstarten. Hier liegen natürlich auch die wirklich sehr ähnlich natürlich die Punkte. So, das war es eben zum DAX. Also möglicherweise beginnt die kommende Woche erstmal mit leicht fallenden Kursen. Bevor man zu den großen Goldminenwerten kommt, möchte ich noch Amazon kurz vorstellen. Hier liegt noch ein Gap bei 6.676, liegt die Oberkante, die Unterkante bei 657. Ich habe jetzt zwar nicht ganz geschaut, wann die Zahlen rauskommen, aber dürften nächste Woche oder in 14 Tagen spätestens rauskommen. Aber wie gesagt, ohne Gewähr erstmal. Was hier wirklich ein starker Widerstand ist, beziehungsweise eine starke Unterstützung bei 540 Punkten rund. Bricht diese und schafft er vorher kein neues Hoch, dann dürfte es trotz wichtiger Produkte etc. was erstmal abwärts gehen und hier ein Gap bei rund unter 400 Punkten schließen.
Im Extremfall sogar 320 Punkte. Aber wie gesagt, hier, das wird erst getriggert unter 540 US-Dollar. Darüber darf es im Prinzip steigen oder auch hier nochmal zurückfallen und von dort aus auch wieder nach oben gehen. Also für mich wären hier jetzt die Punkte Gap Close eher für einen antizyklischen Short mit dem Stopp direkt hier oben, aber nur im normalen Handel, nachbörslich nicht. Aber wie eben hier auch zu beobachten ist, sehr oft sind nach den Quartalszahlen sehr große Gaps möglich. Also vorsichtig handeln bzw. vielleicht einen Knockout suchen, der zwar eng dran ist, aber eben nur auf ja, Börsenkurse resultiert, dann dürfte es nachbörslich erstmal egal sein. Oder auch wenn es ein 50-Punkte-Gap gibt, kann man ja nur den maximal, was man eingesetzt hat, verlieren bei den Optionsscheinen, bei den Knockouts. Das mal im Hinterkopf behalten. Bei Vertex gibt es ein sehr breites Unterstützungsband. Ja, wenn es hier runterfallen würde auf die 70 US-Dollar, wäre ein langfristiger Einstieg möglich. Sollte die Aktie hier runterfallen, werde ich auch noch einen Stopp dann angeben. Aber bislang werde es hier auch nur getriggert, wenn es unter 81 oder ja unter 81 US-Dollar fallen sollte, der Wert. Bei Alphabet, ex-Google, ja, gab es ja Quartalszahlen. Die wurden jetzt nicht so prickelnd aufgenommen. Hier ist jetzt unter den Schlusskursbasis, also unter diese Aufwärtstrendlinie gefallen. Zwar nicht tagestief geschlossen, also es ist eher so ein vages Signal, ja, deswegen auch nur grau. Mal abwarten, wie sich der Kurs am Montag eben verhält. Aber hier sind erstmal ja, weitere Abgaben möglich bis ja, knapp unter der 700-Dollar-Marke. Das waren jetzt hier mal erstmal noch die großen, ja, ein Biotech-Wert und die zwei großen Technologiewerte. Dann habe ich noch fünf Goldminenwerte mitgebracht, die werde ich ganz schnell bearbeiten. Also hier könnte noch ein Hoch folgen, muss aber nicht. Rücklauf an die 3,75 bzw. 3,20 sind das hier Kaufzonen. Bei Goldcorp genauso. Hier kann hochkommen. Rückläufe sind hier eingezeichnet. Werden hier jetzt deutliche Gewinnmitnahmen folgen, werde ich das auch nach und nach im Stream dann bereitstellen. Es sollte nur ein Hinweis erstmal sein. Hier, vielleicht kommt ja, wer jetzt die Videos nicht verfolgt hat, die Frage auch, wieso nicht schon früher in Gold und Silber war man investiert. Hier war ich. Oder hier habe ich ein Setup im Dezember präsentiert mit einem Stop-Buy-Marke und ja, mehr oder weniger unter der 7 US-Dollar-Marke wäre ein Sell-Signal noch erfolgt. Das kam nicht, aber ich bin dann trotzdem hier eher neutral gewesen und habe das eben dann nicht weiterverfolgt. Aber wie man sieht, hätte hier der Ja, die Stop-Sell-Marke bzw. der Stopp gehalten und war eben hier dann ein Verdoppler möglich. Als es dann hier drüber ging, wollte ich nicht mehr einsteigen. Ja, nachlaufend im fahrenden Zug ist nicht ganz mein Ding, eher halt die Einstiege suchen. Deswegen, jetzt ist womöglich was fertig, eine Welle fertig gewesen und man kann hier jetzt Rückläufe kaufen bzw. eben auch größere Rückläufe sind jetzt eben möglich. Bei Ashanti Gold wäre hier der Bereich bei 13 US-Dollar oder eben bei 11 US-Dollar möglich, eine markante Kaufzone. Goldcorp hatte ich die schon erwähnt, weißt ja, habe ich schon erwähnt. Und noch Newport Mining. Hier ist eben rund die 27 US-Dollar-Marke zu nennen oder die 24 oder die 23.
Das war's, danke. Und wie gesagt, die Werte kommen dann, sobald sich hier wirklich die Rückläufe sich anbahnen, werden die auch in den im Stream vorgestellt, näher vorgestellt. Danke und bis Montag.